Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die gelbe Edition. Und da fangen wir auch gleich mal an mit einem nächsten Pokémon-Kampf, wie wir in der letzten Folge ja schon aufgehört haben. Und er sagt zu uns, hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Oh doch, das werden wir. Käfersammler möchte kämpfen und jetzt setzen wir wieder unser ultimatives Taubsi, glaube ich, ein, ne? Ja, unser Taubsi. Natürlich gegen Saftkorn, das wird gar keine Chance haben, das setzt immer nur Härtner ein. Deswegen habe ich da überhaupt kein Bedenken, dass wir das überhaupt nicht plätten oder so. Das dauert nur irgendwann mittlerweile sehr... Es dauert dann halt irgendwann sehr lange, weil es die ganze Zeit Härtner einsetzt und die Verteidigung steigt. Und die Verteidigung steigt und nimmt zu und... Ja, was soll ich denn dagegen tun, hä? Außer es vielleicht zu töten. Attacke! So, das ist schon mal tot, das ist gut. Und Taubsi erreicht Level 8, das ist auch sehr gut. Raupi, jetzt kommt wieder ein Raupi, das heißt, jetzt setzen wir mal unser Pikachu hier ein. Jetzt habe ich schon wieder falsche Steuerung, wollte ich hier einsetzen. Los, Pikachu! Donnerschock! Unser Taubsi ist schon Level 8, ey, das ist schon höher als unser Pikachu, das geht ja mal gar nicht. Und jetzt ist es paralysiert. Eigentlich bräuchten wir ja noch einen Pflanzen-Pokémon oder einen Wasser-Pokémon für den ersten Arena-Leiter, aber... Ah, naja, was soll's, ne? So, jetzt setzt er wieder Saftkorn ein. Jetzt wollen wir erstmal unseren Pikachu ein bisschen leveln, deswegen wechseln wir das jetzt nicht. Und Randa! Und einen Crit und es ist tot. So. Level 8 haben wir leider nicht erreicht, aber das ist egal. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. 60 Pokédollar erhalten. So. Dann laufen wir mal hier direkt weiter. Kriegen hier noch einen Pokéball. Einen schönen Trank. Und unser erster Kampf. Hier in diesem Ort. Gegen ein wildes Saftkorn. Nee, das wollen wir nicht bekämpfen. Das ist langweilig. So, dann wollen wir mal loslegen, ne? Oh! Wie ich diese zufallsgenerierten Kämpfe hasse, ne? Das ist total nervig. Weh, jetzt kommt wieder eins, ey. Ist das hier ein Trainer? Yo, geil. Ich bin der Beste, du kannst mich nicht besiegen. Und wie ich dich besiegen kann, du blöder Sack. Oh, oh, ein Raupi. Scheiße, ist sogar Level 8. Das werden wir nie schaffen. Windstoß. Oh yeah, das sieht gut aus. Was? Tackle? Das kann ja mal gar nicht angehen. Noch eine Attacke und das Raupi ist vernichtet. Bam. Sehr nice, sehr nice. Und unser Taubsi erreicht Level 9. Jetzt möchte er Saftkorn einsetzen. Saftkorn ist ein gutes, starkes, ultimativ heftiges Pokémon. Da setzen wir mal unser Pikachu ein, ne? Damit wir das auch noch mal ein bisschen hinterher leveln. Eigentlich möchte ich, dass unser Taubsi so gute Level 16 ist, damit sich das dann zu Tauboga weiterentwickelt. Oder ist das Level 18? Weiß ich nicht. Weil unser Pikachu entwickelt sich ja nicht weiter, außer wir würden es einem Donnerstein geben, aber das wollen wir dann nicht. Denn es ist unser liebes, starkes, kleines Pikachu. Yeah, und das Pikachu erreicht Level 8. Und es erlernt Donnerwelle. Yeah. Sehr nice. Dabei habe ich mich so angestrengt. Ja, tschüss, interessiert mich nicht. Oh, und schon wieder einen Kampf. Und wieder einen Saftkorn. Jetzt geht mir doch nicht auf den Sack. Ständig Saftkorn, 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 Saftkorn. Und wir flüchten.
So, und jetzt holen wir uns noch den Pokéball hier unten. Und wir finden noch einen Trank. Und schon wieder einen Kampf, ey. Was soll denn das? Ein Raupi, ah. Ein süßes kleines Raupi. Wollen wir aber nicht. Oh, schon wieder ein Pokémon-Kampf. Überhaupt kein Glück, ständig dieses Kampf, 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 Kampf. Geht mir schon wieder voll auf den Sack hier. Und hier finden wir noch einen unsichtbaren Trank. Und der nächste Kampf. Hey, warte mal, warum die Eile? Ja, ich möchte schnell hier weg und nicht gegen dich kämpfen. Du bist nämlich langweilig und nervst. Oh, das Opi ist Level 10. Das ist natürlich schon extrem overcrust. Und deswegen setzen wir mal ein bisschen Sandwirbel ein hier, ne? Und nochmal. Zack. Ah, und triffst du schon nicht mehr, hä? Wir müssen ungefähr 5-mal Sandwirbel einsetzen. Und dann ist die Chance sowas von gering, dass er mich nicht mehr trifft. Dass wir den eigentlich locker plätten können. So, und jetzt, zack. Und er trifft natürlich. Logisch. Naja, wir haben ja noch einen Pikachu und er kann relativ schlecht treffen. Ah, siehst du, kannst du nicht treffen, wa, du blöder Sack? Keine Chance gegen mich hier. Na, trifft selbst den Fadenschuss nicht? Oh. Und ein Crit und es ist kaputt. Und trotzdem nicht Level 9. Scheiß Vieh. Uff, du bist zu gut, ich gebe auf. Und schon wieder Kohle. So, und jetzt will ich aber raus hier. So, das wäre geschafft. Und jetzt gehen wir erstmal direkt zum Pokémon Center. Und beleben hier erstmal unsere Pokémon wieder hier. Willkommen im Pokémon Center. Wir machen sie wieder alle fit. Okay. Und alle unsere Pokémon sind wiederbelebt. Danke, und sie sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, irgendwann später komme ich bestimmt mal vorbei. So, und dann machen wir direkt mal keinen Umweg und laufen direkt hin zu unserem lieben Arena-Fuzzi. So, und jetzt wechseln wir erstmal die Pokémon. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner! Es dauert noch ein Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Und der hat, glaube ich, einen Sandan, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, der möchte kämpfen. Ne, ein Dick da war es, genau. So, und da setzen wir jetzt erstmal, er setzt Kratzer ein. Das wird natürlich uns ordentlich Schaden einbashen. Oh, das hat gar keine Wirkung. Okay, auch gut. Ja, mach halt einen Crit. Ja, ich heul dich an. Und jetzt, ich hoffe, das trifft. Natürlich hat das keine Wirkung auf ihn. Na, jetzt können wir das auch verrecken lassen. Und Pikachu ist tot. Oh, armes Pikachu. Er muss halt unser Taubsi ein bisschen regeln, hä? Ja, warum machst du einen Crit? Bist du denn scheiße im Kopf oder so? Los, Windstoß. Oh, das sieht sehr effektiv aus hier. Einen Angriff könnten wir auf jeden Fall noch überleben und danach... Ah, siehst du, er geht sogar daneben. Perfekt. Und das Dick da ist erledigt. Und bringt uns natürlich direkt erstmal auf Level 10. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ich habe doch gar kein Pokémon, das Pokémon ist tot. Das wird jetzt schon ein bisschen brutaler, aber ich denke mal, das sollten wir auch noch hinkriegen. Boah. Okay, das Bash, das Pokémon.
Dann setzen wir jetzt mal einen Trank ein hier. Und gehen jetzt mal auf ein bisschen Nummer sicher. Und setzen mal ein bisschen Sandwirbel ein. Weil sonst sieht es für uns sehr, sehr schlecht aus, würde ich mal sagen. Ja, triff uns. Ja, das ist okay. Zweimal darfst du uns auf jeden Fall noch hitten, außer du machst einen Crit. Das wird dann schon ziemlich böse. Ja, es trifft nicht. Das ist gut. Jetzt machen wir nochmal Sandwirbel. So, und jetzt haben wir die Maxed-Out-Fähigkeit, dass er uns hier nicht trifft. Und jetzt vernichten wir das kleine Sandan. Und es hat uns nicht getroffen, sehr gut. Jetzt setzt das Windstoß ein. Ich drücke hier und es passiert einfach nichts. Okay, es hat uns getroffen. Juckt uns aber nicht so viel. Und jetzt noch ein Schlag und wir haben es dann getötet. Oh, 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 oh! Was ein knapper Kampf, was ein knapper Kampf. Und es wurde besiegt und Hopsi erreicht Level 11. Woo! Mist! Lichtjahre messen die Entfernungen, nicht die Zeit. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, unser Pikachu ist natürlich jetzt erstmal hier Rest in Pieces und so. Und deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und beleben unser Pikachu und heilen unser Taubsi. Willkommen im Pokémon Center! Ja, macht sie wieder fit. Wir benötigen deine Pokémon. Kommt jederzeit wieder vorbei, okay. Und los geht's. Plättet den Arenaleiter. Jetzt kommen wir zu Rocco. Hallo Rocco! Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Und das ist unser erster Arena-Kampf gegen Rocco. Er setzt Kleinstein ein. Los, Pikachu! Heula! Heula! So. Und jetzt los, Pikachu! Wechsel gegen Taubsi! Windstoß! Bam! Steinharte Verteidigung! Stirb mit der Attacke, Sandwirbel! Wir machen ihn systematisch kaputt. Und weiter geht's. Wir müssen ihn endlich vernichten hier, diesen blöden Penner. Die letzte Sandwirbelattacke und jetzt können wir ihn vernichten. Los, Windstoß! Das kann ein bisschen dauern, bis wir den Tod haben. Weil Donnerschock und so hat, glaube ich, überhaupt keine Wirkung auf Stein. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir den hier halt jetzt ein bisschen vernichten. Aber das dauert mir zu lange. Ich wechsle mal wieder auf Pikachu und mache jetzt die ganze Zeit Rutenschlag, damit mal seine Verteidigung runtergeht. Und Rutenschlag! Ja, das läuft doch wie angegossen hier. Jetzt hat er mich getroffen. Ja, zieht mir gute 3. Das juckt mich aber die Bohne. Jetzt senken wir und senken und immer senken weiter die Verteidigung.
Yeah, wir machen ihn auf jeden Fall ultra kalt jetzt. Jetzt wollen wir mal gucken. Donnerschock funktioniert nicht, siehst du? Okay, jetzt können wir wechseln. Jetzt hat er auch angegriffen. Und los, Taubsi, vernichte ihn! Kleinschatz setzt Tackle ein und trifft natürlich nicht. Und los, Windstoß! Bam! Oh yeah! Jetzt sieht es schlecht für dich aus, liebes Kleinstein. Bitte sterb nicht. Das war ein Volltreffer, what the fuck? Jetzt setzen wir mal hier einen Trank auf Pikachu ein, damit wir das gleich wiederholen können. So, und Windstoß! Yeah, das sieht sehr, sehr gut aus. Noch eine Attacke und das Kleinstein ist endlich vernichtet. Sehr gut. Kleinstein hat verloren. Pikachu erreicht Level 9. Sehr, sehr gut. Und Taubsi hat 91 und jetzt kommt Onix. Nein, wir möchten erstmal nicht wechseln. Wir müssen nämlich... Au, Klammergriff. Hoffentlich sieht das nicht so viel. Oh, einen Crit setzt er. Wir sind natürlich erstmal gelähmt. Sehr schön. Und er setzt direkt Tackle ein. Knallt uns natürlich erstmal extrem viel Schaden in die Fresse. So, und jetzt müssen wir einmal Trank benutzen. Zwei Tränke haben wir noch. Geduld. Er lädt sich auf damit. Aber wenn wir Glück haben, kann er uns damit jetzt nichts anhaben, weil wir jetzt die ganze Zeit Sandwirbel einsetzen und seine Genauigkeit senken. Und die Attacke ging natürlich daneben. Kack-Noob! Und einmal noch! Yeah! Und jetzt können wir seine Verteidigung senken. So, auf geht's, Pikachu! Ja, Pikachu! Und jetzt geht's daran, seine Verteidigung zu senken. Kreideschrei kann uns nichts anhaben. Rudenschlag! Nummer 2. Ja, na, Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Und jetzt können wir ihn vernichten. Los, Taubsi! Vernichte ihn! Windstoß! Zack! Sehr gut. Zieht nicht viel ab, aber besser als nichts. Die Verteidigung sind natürlich jetzt von Taubsi. Ist aber nicht allzu schlimm. Bisher sieht es für uns besser aus als für ihn, weil er kann uns nicht treffen, hat ultimativ viel Verteidigung verloren. Und ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Er darf nur mit seinem Klammergriff nicht durchkommen, weil das zieht uns nämlich ordentlich Schaden. Weil er uns jetzt auch unsere Verteidigung gesenkt hat. Und jetzt ist er Geduld ein und jetzt hat er verkackt. Jetzt können wir ihn die ganze Zeit angreifen, ohne dass er was dagegen tun kann. Und würden sagen, Crits ziehen natürlich fast gar nichts ab. Welch Logik? Logik. Und er greift an und trifft uns. Hoffentlich sieht das nicht so viel. Ach, sehr gut. Jetzt müsste er eigentlich tot sein. Sauber! Und wir haben den ersten Arenaleiter getötet. Und unter Taubsi erreicht Level 12. Und er lernt Rückzug-Hieb. Wir haben Rocco besiegt. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrbietung oder so, weiß ich nicht. Und wir halten den Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Und wir halten 1188 Pokédollar. Es gibt verschiedenste Trainer auf der Welt.
Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Gehe in die Pokémon-Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Yugachi erhält TM34. Ein TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann einen TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du einen TM geben möchtest. TM34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerische Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Und hier haben wir unseren ersten Orden endlich erlangt. Wuhu! Wir haben unseren ersten Pokémon-Orden erhalten. Renne natürlich jetzt erstmal zum Pokémon-Center. Damit wir unsere Pokémon heilen können. So, auf zum Markt. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Tränke kaufen hier. Kaufen! Tränke! 5 Stück. Dann brauchen wir noch ein Fluchtseil. Nur zur Sicherheit. So. So, und jetzt wechseln wir noch kurz. Ah, das ist doch schon richtig gewesen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier lang. Und gehen dann hier weiter und sehen uns in der nächsten Folge aber erst. Also, bis dann und ciao!